Hallo, meine Damen und Herren. Inzwischen sind wir bei der Kostenträgerrechnung angekommen und ich möchte heute mit Ihnen eine erste Übung zur Kostenträgerrechnung besprechen, in der Sie eine Kalkulation durchführen sollen. Sie sehen, in einem Unternehmen der metallverarbeitenden Industrie sind für einen neuen Artikel, der eventuell in das Produktionsprogramm aufgenommen werden soll, die Herstellkosten und Selbstkosten pro Stück zu bestimmen. Man muss sich das so vorstellen, dass alle notwendigen Werte zur Kalkulation eines solchen Artikels im Bereich des Einkaufs, der Entwicklung, der Produktion und so weiter zusammengetragen worden sind. Und nun wird dieser Artikel eben kalkuliert. Es wird geschaut, wo werden denn wohl die Kosten liegen, wenn wir diesen Artikel machen. Und bei einem Vergleich mit dem erzielbaren Preis kann man dann überlegen, produziere ich den Artikel, nehme ich ihn in mein Produkt auf, in mein Produktionsprogramm auf oder mache ich es eben nicht. Und genau diese Kalkulation eines so neuen Artikels sollen Sie hier jetzt durchführen. Die Bearbeitungszeit pro Stück steht hier, beträgt in der Fräserei 4 Stunden und in der Dreherei 2 Stunden. Dann sind hier weiter die Stundensätze für den Fertigungslohn in der Fräserei und Dreherei angegeben, nämlich 14 bzw. 17 Euro pro Stunde. Es sind weitere Einzelkosten pro Stück angegeben, mit denen man rechnet, nämlich Material 250 Euro. Dann Sondereinzelkosten für die Fertigung, 23 und nochmal 18, eine Sonderprovision für den Verkäufer, wenn er dieses neue Produkt dann verkauft, pro Stück, wie gesagt, 18 Euro. Und dann müssen natürlich auch noch die gesamten Gemeinkosten, die in so einem Unternehmen anfallen, auf die Kostenträger umgelegt werden. Hatten wir ja in der Theorie mehrfach darüber gesprochen. Und die sollen in diesem Unternehmen mit den hier angegebenen Zuschlagsätzen beziehungsweise Stundensätzen oder pro Stück umgelegt werden. Also zum Beispiel Zuschlagsätze haben wir in den Materialgemeinkosten und in den Fertigungsgemeinkosten für die Fräserei. Bei der Dreherei sind 50 Euro pro Fertigungsstunde Dreherei an Fertigungsgemeinkosten zu berücksichtigen. Bei den Verwaltungsgemeinkosten 110 Euro pro Stück und 7% wieder Zuschlagsatz bei den Herstellkosten. Das sind eigentlich alle Daten, die Sie brauchen, um diesen Artikel zu kalkulieren. Schauen wir mal, was Sie für welche Werte herausbekommen. In einem der nächsten Screencasts werden wir gemeinsam die Lösung durchsprechen. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss, Ihr Stefan Haugrund.